Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Was braucht ihr? Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen verstanden. Haben. Vampirjäger oder so. In der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas sonst für mich. Noch etwas? Die beiden schon wieder an? Ein Kampf. Kommt schon, achtet auf eure Beinarbeit. Haltet euer Gleichgewicht. Sehr schön. Oh! Das war's schon? Ihr habt ihr nicht drauf? Auf was wartet ihr? Ich werde euch mit Freuden töten. Schnappt sie euch. Ist das alles, was ihr könnt? Ja! Eine Chance? Ich werde euch brennen sehen. Ich habe sie wohl verscheucht. Das wird wunderbar. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, das Kaiserreich sich dem Meribund ergab. Sind ihr nicht Schande über uns alle. Ich kann angreifen und mich zurückziehen, bevor ihr auch nur einmal zu... Euer Gesicht ist neu. Ich behalte euch im Auge. Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Mm-hmm.
Ihr seid nicht von hier. Was habt ihr anzubieten? Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ihr hättet nie herkommen sollen. So schaffen. Ihr habt einen ziemlich guten... Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Mit dieser Einstellung würdet ihr es weit bringen. Wäret ihr ein spießiger Händler oder der Lakai eines Jahr. Hier bei uns müsst ihr lernen, euer eigenes Leben zu leben. Denkt daran, bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Isgram. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Hm? Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thema hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht... Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen
und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Dann erledigt es jetzt. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen. Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Was führt euch zu mir? Ich glaube, ich habe inzwischen ein Exemplar von jedem Lebewesen. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Braucht ihr ein Pferd? Redet mit meinem Vater, Skulva. Ich fehl. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt. Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Verdammt! Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Skjorza, ich wusste, dass ihr es könnt. Gut gemacht. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will... Ich mach ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Da seid ihr. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Respekt und Stiefelleckerei, Jungblut. Aber mir gefällt eure Einstellung. Dies soll eure Prüfung sein. Wenn ihr euch gut schlagt, dürft ihr euch zu den Gefährten zählen.
Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Trödelt nicht, Schildbruder.